Die Hinrunde der Gruppenphase in der Champions League ist vorbei. Nun steht am Dienstag und am Mittwoch, 06. und 7. November, der bereits vierte Spieltag auf dem Plan. In den meisten Gruppen hat es keine großen Überraschungen gegeben, so dass zumeist die Favoriten auf Achtelfinalkurs liegen. Beispielsweise können der FC Barcelona, Borussia Dortmund und Juventus Turin bei einem weiteren Sieg bereits für die K.O.-Runde planen. Manchester United und PSG müssen dagegen unbedingt einen Dreier einfahren, um die Chance weiter zu wahren. Atletico Madrid vs. BVB heute im Livestream bei DAZN. Hier geht's zum Gratismonat für die deutschen Teams, sieht es zur Halbzeit der Gruppenphase durchaus gut aus. Der FC Bayern, 7 Punkte, Borussia Dortmund, 9 Punkte und Schalke 04, 5 Punkte, sind in ihrer jeweiligen Gruppe vorne mit dabei. Neuling 1899 Hoffenheim sammelte dagegen lediglich 2 Punkte und muss in Lyon mehr als nur einen Punkt holen. Die UEFA Champions League läuft am Dienstag und am Mittwoch live auf der ZN und Sky. Goal liefert den Überblick über den vierten Gruppenspieltag. Hier erfahrt ihr, wo die Begegnungen zu sehen sind. Champions League, Fußball heute live in TV und Livestream, die Partien am 4. Spieltag Champions League live im TV und Livestream, Dienstag 6. November 2018, 4. Champions League Spieltag Champions League live im TV und Livestream, Mittwoch 7. November 2018, 4. Champions League Spieltag die Champions League live auf der ZN und Sky. Alle Informationen auf einen Blick. Die Champions League Spiele auf der ZN und Sky. Der Streamingdienst DAZN zeigt 84 von 96 Spielen der Gruppenphase live und exklusiv. 48 Begegnungen der Gruppenphase sind mittlerweile schon gespielt. 12 Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es dabei live und exklusiv nur auf der ZN. Pro Spieltag werden 14 von 16 Partien der UEFA Champions League Gruppenphase in Deutschland und Österreich auf der ZN gezeigt. Das Streaming-Portal der Perform Group zeigt insgesamt 110 der 138 Champions League Spiele der Saison 2018-19 im Livestream. Davon laufen 104 Partien live und exklusiv in voller Länge auf DRZN. Gemeinsam mit Sky teilt sich der Online-Streaming-Dienst das Champions League-Halbfinale und das große Endspiel. Auch die Highlights aller CL-Begegnungen laufen auf beiden Kanälen. Sky zeigt zudem pro Spieltag Dienstag und Mittwoch täglich ein Spiel exklusiv. Die Champions League heute im Livestream auf der ZN genießen. Holt euch hier den Gratismonat. Am vierten Champions League Spieltag zeigt Sky Schalke 04 gegen Galatasaray Dienstag und Bayern München gegen AEK Athen Mittwoch. Live. Champions League live bei DAZN. Fußball heute live. Senin seinen vierten Durchgang geht auch die Live-Übertragung der Champions League bei DAZN. Denn nachdem sich der Streaming-Kanal mittlerweile gemeinsam mit Sky die Rechte für die Königsklasse teilt, läuft dort auch regelmäßig europäischer Spitzenfußball. Neben der Premier League, der Serie A, der Liga A und La Liga hat DRZN seit neuestem auch die CL und auch die Europa League im Repertoire. Genau wie bei Sky bedarf es auch bei DRZN eines Abonnements. Wie ihr dieses abschließen könnt, erfahrt ihr in den kommenden Zeilen. Die Champions League heute live bei DAZN sehen. Folgende Informationen sind wichtig, wenn ihr die Champions League auf DAZN streamen wollt. Ihr zahlt monatlich einen Betrag in Höhe von 9,99 €. Der erste Monat ist ein Gratismonat, diesen könnt ihr kostenlos verwenden. Um euch das Angebot von DAZN genauer anzuschauen, ist DAZN nichts für euch, könnt ihr die Mitgliedschaft problemlos innerhalb des Probemonats wieder kündigen. Das liefert aber nicht nur Spitzenfußball. Den Abonnenten steht ein breit gefächertes Angebot an anderen Sportarten zur Auswahl. Handball, Basketball, Tennis, Darts, die NFL, die NBA und so weiter. DAZN bietet euch alles.
Hier findet ihr eine Übersicht über das Livestream-Angebot von DAZN, den Zahlungsmethoden des Streaming-Dienstes gehört mittlerweile auch PayPal. Über Google Play Store oder Apple Store kann die DAZN-App kostenfrei gedownloadet werden. Besitzer einer PlayStation 4 oder eines Amazon Fire TV Sticks haben ebenso die Möglichkeit, sich die Apps herunterzuladen und den Spitzensport live zu genießen. BVB, Hoffenheim und Co. Die Partien der deutschen Teams am 4. Champions League Spieltag. Am vergangenen Champions League Spieltag gab es für die deutschen Vertreter keine Niederlage. Stattdessen überzeugten die Bundesligisten mit 2 Siegen und 2 Punkteteilungen und hätten, mit etwas mehr Glück und Cleverness, auch 4 Erfolge mit nach Deutschland bringen können. Hier geht's zu den aktuellen Tabellensituationen der 8 CL-Gruppen. Borussia Dortmund, in der Bundesliga, thront der BVB an der Tabellenspitze. Genauso sieht es derzeit in der Champions League aus, schließlich hat der BVB noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Nach Siegen über Brügge und Monaco beeindruckte das Team von Lucien Favre vor 2 Wochen gegen Atletico Madrid und schickte den Mitfavoriten auf den Henkelpott mit einer 0:4-Packung in die Heimat. Nun reisen die Borussen zum Rückspiel nach Madrid und wollen dort am Dienstag um 21:00 Uhr die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten. FC Schalke 04, 2:1 Tore, 4 Punkte. So lautet die bisherige Champions League-Bilanz des FC Schalke 04 in der CL-Saison 2018-19. Siegte das Team von Domenico Tedesco zuletzt noch knapp gegen Lokomotive Moskau, so reichte es am 3. Spieltag bei Galatasaray trotz bester Chancen nur zu einem torlosen Unentschieden. Nun gastiert das Team aus Istanbul in der Feltins Arena. Naldo, Burgstaller und Co. wollen am Dienstag um 21:00 Uhr den 2. Dreier der Gruppenphase eintüten. Bayern München, die Mini-Krise beim FC Bayern scheint beendet zu sein. Auch wenn das Team von Niko Kovac spielerisch nicht wirklich überzeugt, fuhren die Roten zuletzt 4 Pflichtspielsiege in Folge ein. Nach dem 2:0 in Athen will der deutsche Rekordmeister auch das Rückspiel in der Allianz Arena am Mittwoch um 21:00 Uhr für sich entscheiden und damit den Achtelfinaleinzug nur noch zur Formsache werden lassen. 1899 Hoffenheim, von den deutschen Teams steht die TSG 1899 Hoffenheim bislang am schlechtesten da. In der Debütsaison hat das Team von Julian Nagelsmann nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Manchester City auch die zweite Heimpartie nicht gewinnen können. Gegen Olympique Lyon stand am Ende ein furioses 3:3 zu Buche, das man den Gästen aus Frankreich aufgrund individueller Fehler fast eigenverantwortlich schenkte. Mehr zur UEFA Champions League.